So, und damit hallo und herzlich willkommen zu Resident Evil 8 The Village. Wobei Village 8 ja eigentlich fürs Village steht. Wir spielen Shadow of Rose, den neuen DLC, der heute erschienen ist. Der kostet 20 Euro. Das sind die Third-Person-Perspektive vom Hauptspiel sind dabei. Die Söldner der Mercenaries Ding ist dabei und das Spiel, oder beziehungsweise DLC Shadow of Rose. Und der geht so rund 3 Stunden, 4 Stunden, je nachdem wie lange man braucht. Und dann spielen wir heute, vielleicht spielen wir dann auch die Söldner-Mission noch, je nachdem wie schnell wir sind. Können wir noch gleich drauf gehen, da Shadow of Rose. Und natürlich auch guten Abend erstmal an alle, die da sind. Oder wieder da sind. Ist das neue Ghostbusters-Game nicht ein Ding? Nicht ein Multiplayer-Spiel? Man bekommt halt mit das Street Wolf-Ding, aber wir bleiben bei Dads Jacke. Ach so, das ist der... Ah, die Jacke vom Ethan. Aber gut, starten wir gleich rein. Sparen wir mal lang rum. Standard... Ich habe ja Resident Evil 8 damals durchgespielt, fand ich ein super Spiel. Hey Kay, sorry, bin spät dran. Kein Ding, ich hab eh nichts vor. Du wolltest mir was Wichtiges sagen? Doch nicht, dass Chris mich bei seiner Mission dabei haben will, oder? Ich hab ihm schon gesagt, dass ich da keinen Bock drauf hab. Ehrlich, was ihr von seiner Houndwolf-Squad für ihn durchmacht. Nein, danke. Darum geht's nicht. Es geht um dich. Mich? Ich mach mir Sorgen. Wie läuft's in der Schule? Ernsthaft? Dafür hast du mich herzitiert? Machen diese Mädchen es dir immer noch schwer? Du meinst, ob sie mich noch wie ein Freak behandeln? Hey! Sieh mich an. Du bist kein Freak. Doch. Und das weißt du. Darum halte ich mich von den anderen Schülern fern. Wenn sie wüssten, was ich bin. Also... Hast du keine Freunde? Zum Reden? Reden? Worüber? Dass ich kaum ein Mensch bin? Dass ich ein abstoßendes Monster bin? Aber hey, ist okay. Freunde bringe ich selten um. Was, wenn du deine Kräfte loswerden könntest? Ich würde keine Sekunde zögern. Okay, dann lass mich dir was zeigen. Du weißt bereits von Miranda und dem Mutamyceten, wie sie ihn wie besessen untersuchte und ihren Experimenten an Menschen. Wie mir. Genau. Was du nicht weißt, ist, dass wir jetzt Teile ihrer Unterlagen gefunden haben. Offenbar entdeckte sie einen reinigenden Kristall, der den Mutamyceten entfernen kann. Reinigenden Kristall? Wenn wir so einen hätten, könnten wir deine Kräfte vielleicht abschwächen. Womöglich sogar ganz entfernen. Du verarschst mich. Nein, aber die Notizen sind unvollständig. Allerdings habe ich da so eine Ahnung, wo der Rest ihrer Forschung sein könnte. Na dann los, finden wir sie. Wo ist sie? Da drin. Was? Das ist ein Fragment des Megamyceten. Es absorbiert und speichert die Erinnerung derer, die in unmittelbarer Nähe sterben, auch Mirandas. Und damit all ihr Wissen. Wenn du in sein Bewusstsein eindringst, findest du vielleicht etwas über diesen Kristall heraus. Was soll das heißen, in sein Bewusstsein? Okay, also... Du... Dank deiner Verbindung kannst du die Informationen im Innern erkunden. Das klingt verrückt. Du klingst verrückt. Ja, Rose, aber nicht gefährlich. Okay, es ist quasi wie ein Spaziergang durch jemandes Erinnerung. Und du denkst, das funktioniert? Ein Versuch ist's wert. Was hast du zu verlieren? Wie
Wie soll das überhaupt gehen? Du, Scheiße, ich, keine Ahnung. Versuch's zu kontaktieren, dann sehen wir's. Okay. Na gut. Was soll's? Oh mein Gott, Rose ist so komisch. Ja, als ob sie Sachen sieht, die gar nicht da sind. Creepy. Verzieh dich gefälligst, du Freak. Er will schon mit der befreundet sein. Ist sowas von nicht normal. Auf ihrer Hand hat sich was bewegt. Was ist los mit der? Hört auf! Verzieh dich gefälligst, du Freak. Weißt du nicht, wie mächtig dieses Kind ist? Auf ihrer Hand hat sich was bewegt. Echt Aufstoß! Bitte, hört auf! Fängt ja schon mal gut an. Verdammte Bitches, ey. Ich bin noch hier? Kay! Kay! Wo bist du? Kay! Hier stimmt was nicht. Oh, jetzt darf ich. Schaut aber da cool aus. Guten Abend, Klaus. Kinder sind echt mies. Schlimm ist, dass oft nicht mal Kinder sind. Also das sind einfach nur Arschlöcher. Miranda unterstellt im Rahmen ihrer Forschung, dass der Megamyzet die Erinnerung der Menschen, die in seinem Einflussbereich sterben, konserviert, sie in sein eigenes gewaltiges Bewusstsein aufnimmt. Basierend auf diesen frühen Begegnungen mit dem Pilz wissen wir auch, dass Menschen, die mit dem Mutamyzet kontaminiert sind, eine Art Pilznetzwerk miteinander verbunden sind. Daraus ergibt sich für uns die Annahme, dass Subjekte mit einer starken Mutamyzet-Affinität in der Lage sein sollen, das Netzwerk zu nutzen und mit Erinnerungen der Toten im Inneren des Megamyzeten in Verbindung zu treten. Diese Theorie sollte mit Hilfe der Megamyzeten-Probe aus dem Labor überprüfen, sein, die wir vor 16 Jahren fanden. Wir benötigen lediglich ein geeignetes Subjekt, das nachgewiesenermaßen in Verbindung mit dem Pilz steht. 16 Jahre, Alter. Bedauerlicherweise stoßen wir genau hier auf unser eigentliches Problem. Unser Unternehmen, ins Grundsatz untersagt es uns, Mutamyzeten infizierte Zivilisten direkt zu kontaktieren. Aus ethischer Sicht ist dies sicherlich begründet, doch die Überprüfung der Theorie bleibt uns somit verwehrt. Es schmerzt mich daran zu denken, wie viel die Menschheit mit von einer konservierten und katalogisierten Nierung des menschlichen Bewusstseins profitieren könnten. Das Wissen von Geistesgrößen könnte konserviert, ja, vielleicht sogar wiedererlangt werden. Vielleicht gibt es eine unbürokratische Lösung. Hört sich halt gerade irgendwie an, wie wenn sie nur benutzen. Warte. Was? Okay, soll ich mit Controller spielen einfach? Springt es dann um? Nee. Ich glaube, Third Person ist dann mit Controller schon irgendwie geiler. Nee, woher nicht. Na gut, dann laufen wir erstmal mit Ding weiter. Ich weiß auch nicht, ob wir großartig schießen oder so, aber ich glaube schon. Oh, das ist doch der Untergrund vom Schloss, oder? Ich muss mich beeilen, sonst bin ich der Nächste. Ich muss an diesen Kristall kommen. Kann das sein, dass da mehr sind, dass da schon mal wer reingeschickt worden ist? Ich muss das Ding höher stellen. Option. Kamera. Controller-Kamera-Geschwindigkeit. Maus-Kamera-Empfindlichkeit ist bei 10. Aber ich habe doch keinen Controller gerade. Achso, da kann ich es invertieren. Steuerung.
Sie rennt aber auch, ne? Du bist da vorne wieder. Hier schwabbelt und babbelt. Was ist das, ein Schuh? Warte mal, wenn er die Erinnerungen aufgenommen hat, kann es dann sein, dass er die Erinnerungen von Ethan auch mit aufgenommen hat? Man kann übrigens jetzt die Hauptstory... Voll eklig. Was ist das? Mit dem DLC kann man auch die Hauptstory vom... Achter in Third Person jetzt spielen. Muss man nicht mehr unbedingt die Ego-Shooter-Perspektive spielen. Lass mich raus. Ist da jemand? Gefährlich hier. Gefährlich? Wieso? Warte, ich sehe, ob ich einen Schlüssel finde. Gut am Gatschen. Oder Gaijin. Sehen, wie stark Rose wirklich ist. Das ist die gute Frage. Ist da was? Deswegen habe ich es angehalten. Rose. Da steht mein Name. Vielleicht mag auch jemand nur Blumen. Und was ist das denn? Einfach dem Hasenkadaver beigeben, um ein Kunstwerk daraus zu machen. Verwesungsprozess kein Problem. PS, wenn man ihn aus der Schminke auflegt, sieht es lebendiger aus. Wo finden Sie Tab-Notizbuch? Reinigerkristall, Akten. Theorie-Tipps. Ach so. Oh, das hat sich nur bewegt, weil sie drin gestanden ist. Jetzt hat er was? Achso, ist bloß das Buch. Karte aufrufen, bisher geht's nur geradeaus. Ist wahrscheinlich so lange ich. Was war das? Bestimmt da oben war das, ne? Ah! Bist du
bin Rose. Was ist hier los? Müssen weiter. Aber zu gefährlich hier. Okay. Double Rose Power. Hey, warte! Und sie ist weg. Schön ins dunkle Loch rein, das kann schon passieren. Wir haben auch keine andere Wahl. Ich bin gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ach du Scheiße! Da ist ja noch eine Rose. Weißt du, was hier vor sich geht? Hey, hörst du mir überhaupt zu? Oh nein, er ist weg. Der Hebel fehlt. Wir müssen das Tor öffnen. Muss schnell diesen Hebel finden, geh tiefer rein. Andere Seite verschlossen. Läufst mit neuen Schatten herum. Hier ist irgendwas rausgekommen. Ich vermute mal, das hat ihre Energie abgesaugt, wie sie es reingestiegen ist, und hat sie dann kopiert. Ah, da liegen noch mehr Roses. Ach du Scheiße. So viele Leichen. Denen geht's gut. War das etwa? Oh Gott. Noch irgendwas? Nee. Versucht das ja gerade so fertig zu übernehmen und fertig zu machen? Das war aber nicht der normale Ding. Wahrscheinlich hat es die Under Rose auch erwischt. Schneller! Oh, die saugen hier überall rum. Alter, wer baut solche Arschlochtüren? Oh fuck!
Lauf, Forrest. Griffel weg. Was ist Ray? Helfe ich mir wieder selber? Wir sind im Schlösschen. Dinger. Was ist hier los? Wie? Was ist das hier? Wo bin ich? Nicht bevor ich das losgeworden bin. Es gibt hier einen Kristall, der den Pilz entfernt. Ich muss ihn finden. Ohne den gehe ich nirgendwo hin. Wer bist du? Mein Schutzengel? Hast du einen Namen? Du bist ein Engel, also... I? Gabriel? Michael? Okay. Michael. Und jetzt? Hauptsache eine Schreibmaschine zum Speichern. Oh, das Zimmerchen kennen wir doch. Hat es noch den geilen Mechanismus, wo sie den Ethan damals aufgehängt haben? Ich fühle mich zutiefst geehrt, dass ihr mich mit einer solch wichtigen Aufgabe betraut. Ich kann vermelden, dass die flüssige Leere, die ihr mir habt zukommen lassen, einige Gespräche... prächtige Eigenschaften aufweist. Nützling hat sie sich bisher meinen Hunden bei der Jagd erwiesen, wo sie ihnen zur Verfolgung unserer Beute behilflich ist. Sie wirkt außerdem Wunder in der Verlangsamung und der Gefangennahme der Häschen. Einige waren gar dumm genug, in die Flüssigkeit zu treten und völlig von ihr verschlungen zu werden. Dies ist in meinen Händen, bin ich sicher, dass ich eure Erwartungen erfüllen und die Ergebnisse erzielen kann, die ihr euch erhofft. Okay. Ich find's lustig, dass die Alte damals überhaupt Betten in ihrem Haus hatte. Ich meine, sie ist ein fucking riesiger Vampir. Oh, da liegen noch mehr Roses rum. Keep on Roses. Sie tun mir so leid. Das hört sich an wie Heisenberg. Oder? Nee. Oder unser Verkäufer? Der Duke.
Ein lebhaftes Ding bist du. Wärst du doch mit dieser Energie weggelaufen? Das hätte dich ja deutlich unterhaltsamer gemacht. Lass mich los! Lass mich los! Mir scheint, diesem Häschen fehlt es etwas an der nötigen Standhaftigkeit. Ein Jammer. Mit ein bisschen mehr Biss wirst du sicher entkommen. Und der Kristall gehörte jetzt dir. Der Kristall? Wen haben wir da? Ein neues Häschen, das verfolgt werden möchte. Wie schnell wird es diesmal wohl sein? Findet sie! Bringt sie mir! Ich muss hier raus! Gut, dass es so heimlich ist. Es könnte Ninja sein. Oh fuck. Ein Glück. Ein Ausgang. Das schaut eher aus wie ein. Was jetzt? Irgendwas zieht mich runter. Raus hier schnell. Oder habe ich jetzt verloren? Wow, was für ein Start, was für ein Ding, Alter. Ich meine, ich dachte, ich probiere mal aus, da reinzulaufen, was dann ist, weil ich das irgendwie, glaube ich, aus dem Trailer gesehen habe. Ich muss hier raus. War keine so geile Idee. Aber was für ein Tod, Alter, leck mich im Arsch. Woher denn bitte? Das gebe einen Pfeil. Was? Etwa so? Zielen und schießen. Fehlt ein bisschen der Impact bei den Drecksviechern. Lustigerweise hat sie so Superkräfte, die sie dann einsetzt am Ende. Mal sehen, wo ich das nächste Häschen finde. Sie sind weg. Ich bin immer noch gespannt, ob der Duke irgendwas mit dem. Ob das der echte Duke ist oder ob das einfach nur eine Nachmache ist. Das muss der Kristall sein. Großer Kristall, der zartblau leuchtet. Bronze, Silber, Gold der Masken 3 bringen sie zu uns und der Kristall sei frei. Ich brauch wohl diese Masken, um ranzukommen. Ich brauche jetzt erstmal eine fucking Schrotflinte. Hä? Wie der die erste Schrotflinte schon rumgammelt. Brauche ich einen großen Schlüssel. Präsentiere jenen, der die Wahrheit mit drei Augen sieht.
komme ich da raus? Wahrscheinlich ein Bolzenschneider, ne? Irgendwas fehlt. Als ob ich das nicht einfach wahrscheinlich aufschießen könnte. Mehr Muni. Da kommen wir in die Küche, dachte ich, aber scheinbar nicht. Ah doch, ja doch, da ist das mit dem offenen Fenster, wo das... Gibt der eigentlich irgendwas? Geizhals. Bolzenschneider. Mich würde mal interessieren, over here. Should help. Wenn du wirklich helfen willst, hilf mir mit diesen Viechern. I can't. Was? Also, bin ich quasi allein? Toll. Aber hey, ich hab Muni bekommen, stell dich nicht so an. Da wollte Hans nur kuscheln. Bolzi? Mach deine Arbeit. Hier wachsen über diese ekligen, runden Gebilde. Also Blumen halt. Ne, zu Resident Evil 2 gibt's ja eine Mod, wo du es in der Ego-Perspektive spielen kannst. Wäre bestimmt auch ganz lustige Ding. Maske eingeschlossen. Kern zerstören. Meinst du das eklige runde Ding? Wie soll ich das zerstören? Meine Kräfte? Ich bin eigentlich hier, um sie loszuwerden. Okay, gut. Aber wie? Was muss ich tun? Verstärker? Ich glaube, das ist der Eason. Ich weiß, ich soll da rein, trotzdem schaut man erstmal wieder rum, gibt's irgendwo Muni? Gibt's sonst irgendwas zum Abgreifen? Okay, da brauche ich einen Schlüssel mit einem Auge. Es läuft ein bisschen arschlangsam. Ich meine, du musst jetzt kein Sportler sein, damit du trotzdem schneller bist. Da ist noch eine begrabbelte. Gibt's einen Schlüssel mit einem, zwei und drei Augen. Schießpulver. Wow, jetzt bin ich in einem Traum und darf trotzdem craften. Herstellen. Chemikalien und Schießpulver. Oh, guten Abend. Noch eine tote Rose. Gammelfleisch. Chemikalie. Habe ein paar nützliche Kombinationen rausgefunden. Kraut plus Flüssigkeit, Chemikalie, bla bla bla, okay.
mehr tote Rose. Mehr Gammelfleisch. Soll ich den abknallen? Schnauze, Penner. Noch mehr Schießpulver. Nicht in die Gammelmasse. Ich, da oben kommt auch einer raus, was soll denn das? Oh, die Tür ist zugegangen und die sind weg. Da brauche ich meine Kräfte. Da ist auch irgendwas drin. Ich kann nach dem Stream noch schlafen. Naja, so schlimm finde ich jetzt Resident Evil meistens auch nicht. Da gehe ich auf keinen Fall durch. Vielleicht komme ich ja irgendwie oben drüber. Der leider würde ich nicht trauen. Mehr Gammelfleisch.